Es brennt noch immer in Pforzen. Die Bilder zum Großbrand einer Wertstoffhalle gleich bei uns. Sie sehen TV Allgäu Nachrichten. Herzlich willkommen. Unsere weiteren Themen heute. Seit Jahren in Planung, jetzt geht's richtig los. Mit dem Spatenstich beginnen heute die Bauarbeiten für das neue Gymnasium in Buchloe. Rettung auf vier Pfoten. Die BRK-Hundestaffel Unterallgäu trainiert für den Ernstfall. Und Highlights im Abseits. Das Künstlerhaus Mark Oberdorf zeigt zum 10-jährigen Bestehen seine Schätze. Der Bau des neuen Buchloher Gymnasiums kann durchaus als Großprojekt bezeichnet werden. Bereits nächstes Jahr im September soll das Gebäude fertiggestellt sein. Zu diesem Zeitpunkt sollen auch schon alle Buchloher Gymnasiasten in der neuen Schule unterrichtet werden. Eine helle, freundliche Schule ist geplant, technisch und architektonisch auf dem neuesten Stand. Der erste Schritt dazu wurde beim heutigen Spatenstich getan. Martina Herz und Lisa Schwarz waren dabei. Sie haben bereits ganz klare Vorstellungen davon, wie ihr neues Gymnasium aussehen soll. Ein Pool, ein Kicker, eine Kletterwand. Wenn es nach den 104 Schülern der Buchloher Vorläuferklassen gehen würde, käme der Unterricht ab dem kommenden Jahr wohl etwas zu kurz. Damit der pädagogische Zweck aber nicht ganz verloren geht, werden wohl nur ein paar der Wünsche erfüllt. Natürlich gibt es Tischtennisplatten, natürlich wird es Spielgeräte in vernünftiger Weise geben. Aber insbesondere gibt es eine Schule mit viel Licht, mit guter Atmosphäre, mit Aufenthaltsqualität, mit warmen Materialien und Farben. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Auch eine technisch hervorragend ausgestattete Schule dann auch anzubieten. Im Schuljahr 2013-2014 sollen die ersten Schüler im neuen Gymnasium unterrichtet werden. Momentan sind die vier Pionierklassen, wie sie hier in Buchloe heißen, noch in der Comenius-Schule untergebracht. Keine optimale Lösung, doch die Eltern in der Verwaltungsgemeinschaft stehen voll und ganz hinter dem Projekt Gymnasium. Also wenn Sie sich vorstellen, dass wir damals eine riesengroße Unterschriftenaktion gemacht haben, die beim Kultusminister Schneider damals noch eingereicht wurde, es waren mehrere tausend Unterschriften, weißt du, ich glaube 5.000 oder 6.000, was es damals waren. Ja. Also die Bevölkerung im nördlichen Landkreis Ostallgäu steht voll und ganz hinter diesem Gymnasium. Wir warten seit Jahrzehnten drauf. Errichtet werden soll die neue Schule in einer bislang bayernweit einzigartigen Kooperation zwischen Privatwirtschaft und öffentlicher Hand. Den Zuschlag für das sogenannte ÖPP-Projekt hat die Saulgauer Baufirma Reisch auf 20 Jahre erhalten. Das Unternehmen wird die Schule planen, bauen und betreiben. Ein erster Schritt dazu wurde heute mit dem Spatenstich getan. Die Firma Reisch hat bereits Erfahrung mit Bauten in öffentlich-privaten Partnerschaften. Von Leistungsdruck ist daher nichts zu spüren. Nö, weniger. Wir haben oft mit ehrgeizigen Zeitplänen zu tun und wenn das Wetter mitspielt und sonst nichts Gravierendes passiert, denke ich, kriegen wir das gut hin. In der Öffentlichkeit ist das ÖPP-Modell, also die öffentlich-private Partnerschaft, schon mehrmals in Kritik geraten. Von höheren Kosten als zunächst berechnet und schlechter Qualität der Schulen ist da die Rede. Im Ostallgäu wurden diese Punkte deshalb auch besonders genau geprüft. Also wir haben uns das sehr gut überlegt und haben auch viel geprüft, haben uns beraten lassen, sind aber auch bis heute in dem ganzen Verfahren absolut überzeugt, das war richtig, weil unsere Vergleichszahlen bis heute stimmen, bis heute aufgegangen sind. Das heißt, wir bauen günstiger insgesamt. Wir können auch Risiken, die wir sonst als Bauherren haben, auf den Privaten übertragen. Auch das ist ein geldwerter Vorteil. Und wir haben auch festgestellt, dass es aufgegangen ist, dass wir nicht billige Materialien bekommen, sondern das Gegenteil. Knapp 25 Millionen Euro wird das Gymnasium, den Freistaat, den Landkreis und die Verwaltungsgemeinschaft Buchloe kosten. Eine teure Investition, die sich laut Fleschhut aber lohnt. Und zwar nicht nur für das Ostallgäu, sondern vor allem für die Schüler. Der Hund, er ist der beste Freund des Menschen und oft auch ein Lebensretter. Lawinenhunde, Trümmer, Suchhunde, Personensuchhunde, Flächensuchhunde. Es gibt viele Einsatzgebiete für die schlauen Vierbeiner und immer erleichtern sie uns Menschen die Arbeit oder machen sie sogar erst möglich. In Memmingen ist die BRK-Hundestaffel Unterallgäu stationiert. Die SEG, Schnelle Einsatzgruppe 2, deckt mit ihren Hunden das gesamte Allgäu ab, ist aber auch bis nach Günzburg im Einsatz. Damit im Ernstfall alles klappt, müssen Mensch und Tier regelmäßig trainieren. Dorothea Seifert und Peter Böhr waren bei einem Training dabei und wissen jetzt, was die Retter auf vier Beinen leisten.
Das ist Hexe, eine Hoverwart-Hündin. Sie ist heute die erste, die zum Training der Rettungshunde antritt. Drei Personen, sogenannte Opfer, haben sich auf dem 30.000 Quadratmeter großen Gelände versteckt. Die muss sie suchen. Kein Problem für Hexe. Schon wenige Sekunden später hat sie das erste Opfer gefunden. Also bei uns ist es im Moment so, dass der Fokus auf der Flächensuche, auf der sogenannten Flächensuche ist. Das heißt, der Hund sucht in einem vorher zugeteilten Gebiet irgendeine menschliche Witterung. Also der Unterschied zum Beispiel zum Mantrailing ist, wo er spezifische Witterung sucht. Unsere Hunde suchen irgendeine menschliche Witterung. Und wenn sie die kriegen, müssen sie hinlaufen, müssen dort verweilen, wo sie die Witterung gekriegt haben, und bellen, bis der Hundeführer hinkommt. Die Hundeführer müssen nach jeder Suche mit ihren Tieren als Belohnung spielen. Denn genau das ist die Motivation für die Hunde, überhaupt auf Suche zu gehen. Zweimal die Woche trainiert die BRK-Hundestaffel Unterallgäu jeweils 3 bis 4 Stunden lang. 14 Hundeführer mit 17 ganz unterschiedlichen Hunden. Ja, der Hund sollte nicht zu klein sein, weil er ja doch durch Unwegsames und teilweise auch größere Hindernisse sich bewegen muss. Und natürlich genau das Gegenteil, auch nicht zu groß und zu schwer, weil der Hundeführer im Zweifelsfall auch in der Lage sein muss, seinen Hund einmal ein paar Meter zu tragen. Und das fällt mit einer Dogge oder irgendeinem extrem schweren Hund, Bernhardiner oder so, fällt das natürlich schon schwer. Wenn die Hunde die Kenndecke mit dem Glöckchen umgeschnallt bekommen, wissen sie, die Arbeit ruft. Die Trennung ist wichtig, denn im Einsatz müssen sich die Vierbeiner ganz anders verhalten als sonst. Auf jeden Menschen, den sie wittern, sollen sie zulaufen und dann bellen. Ganz klar ist das Gelände zu beachten. Ist es dichter Bewuchs, ist es eher weitläufig, das Gelände. Was mit eine Rolle spielt, ist die Windrichtung. Deswegen haben viele Hundeführer auch immer ein Puder, ein Babypuder in der Tasche, um die Windrichtung einfach prüfen zu können. Und was natürlich auch eine Rolle spielt, ist Sonne, Schatten. Wenn jetzt zum Beispiel eine Suchperson direkt in der Sonne liegt, gerade im Sommer, dann bildet das so einen richtigen Kamineffekt. Die Witterung steigt hoch und der Hund kann es fast nicht kriegen, außer er ist unmittelbar dort. Das Training können und sollen die Hunde so früh wie möglich beginnen. Schon im Alter von 10 bis 12 Wochen werden ihnen spielerisch die ersten Dinge beigebracht. Basis für den Erfolg als Rettungshund ist natürlich Gehorsam. Und auch der will gelernt sein. Der Eignungstest ist die eigentliche Basis. Die muss der Hund einmal ablegen, um sich zu zeigen, ob er charakterlich geeignet ist. Also da darf er nicht aggressiv sein, muss motivierbar sein und so weiter. Hat mit dem eigentlichen Test als Rettungshund noch nichts zu tun, ist nur die Einstiegshürde. Dann geht es weiter mit der eigentlichen Arbeit und Ausbildung. Und wenn er dann seine Prüfung als Rettungshund abgelegt hat, die muss er alle 18 Monate, also alle 1,5 Jahre wiederholen. Ähnlich wie der TÜV beim Auto gibt es auch so eine Plakette, wo die Prüfungsmonat und Jahr drauf ist. Und man sieht, ist der Hund noch befähigt oder berechtigt, in Einsatz zu gehen oder nicht. Ein gut ausgebildeter Hund ist aber nur die halbe Miete. Auch auf den ehrenamtlich arbeitenden Hundeführer kommen viele Verpflichtungen zu. Der Hundeführer muss sich auch fortbilden oder erst einmal eine Ausbildung durchlaufen. Das sind so Basics wie Erste-Hilfe-Kurs, dann weiterführend Sanitätskurs. Dann geht es natürlich um das weite Feld Orientierung, also Orientierung im Gelände, Umgang mit Karte, mit Kompass, mit GPS und so weiter. Aber natürlich auch zum Beispiel die Kynologie, also im Prinzip die Verhaltensforschung bei Hunden, oder auch, wie spiele ich richtig mit dem Hund, erste Hilfe beim Hund. Also da ist schon viel, und wir machen auch den ganzen Winter durch ein straffes Theorieprogramm für unsere Hundeführer. Demente, die aus einem Altenheim verschwunden sind, Suizidgefährdete, die einen Abschiedsbrief hinterlassen haben, Kinder, die vom Spielen nicht mehr nach Hause gekommen sind. Sie alle hat die Hundestaffel Unterallgäu schon gefunden. Also ganz klar ist es bei mir, wie wahrscheinlich bei jedem, am Anfang so gewesen, dass man einfach sagt, man möchte den Hund ein bisschen sinnvoll beschäftigen, auch außerhalb von irgendwie Hundeplatz oder Hundeverein, einfach dem Hund eine Aufgabe geben, weil Hunde, die geistig gefordert werden, natürlich auch von der Entwicklung her sich gut machen. Dass dann so viel Spaß in der eigentlichen Rotkreuzarbeit auch noch dazu kommt, war ein positiver Nebeneffekt. Also auch Sanitätsdienst abzuleisten und dergleichen macht genauso viel Spaß wie die eigentliche Arbeit mit dem Hund, wobei die immer im Vordergrund steht. Spaß an der Sache bei Mensch und Tier, damit im Ernstfall alles glatt geht. Bei der Hundestaffel Unterallgäu geht die Rechnung voll auf.
Das Gelände des Wertstoffhofes in Pforzen glich heute einem Kriegsschauplatz. Der Brand einer Halle war auch Stunden nach Brandbeginn noch nicht gelöscht. Die Anwohner waren angeleitet, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Um mehr Löschwasser zu bekommen, wurde sogar das 3 Kilometer entfernte Becken des Neugablonser Freibades angezapft. Die Einzelheiten gleich in den Meldungen des Tages. Schluss mit dem Tarifdschungel. Klare Tarife und ein sicherer Wechsel mit Präg. Wir kümmern uns persönlich darum. Präg. Wir verstehen Energie. Drei Fachmärkte unter einem Dach. Der Trendstore. Der Bettenfachmarkt Top Sleep. Und der Küchenprofi. Möbelmarkt Trunze in Markt Oberdorf. Confiserie Heilemann. Erleben Sie Confiserie-Kunst mit langjähriger Familientradition. Genießen Sie edle Pralines, feine Schokoladen und zart schmelzende Köstlichkeiten. Confiserie Heilemann. Schokoladenspezialitäten für echte Kenner und wahre Genießer. Kommt an Bord ins Nautila. Bunte Kinderspielwelt, ein vielseitiges Aqua-Fitness-Programm, wohltuender Saunagarten und natürlich familienfreundliche Preise. Freizeitbad Nautila, die Bade-, Sport- und Wohlfühlinsel in Illertissen. Schön war das Baltikum schon immer, aber noch nie so preiswert. Air Baltic fliegt Sie zweimal täglich von München nach Riga und bietet dort optimale Anschlüsse zu vielen Zielen in Nordeuropa. Riga, Tallinn, Vilnius und mehr. Buchen Sie online auf www.airbaltic.com oder in Ihrem Reisebüro. Allgäu-Mail. Die Komplettlösung für Ihre Geschäftspost. Von der Abholung über die Erfassung und Sortierung aller Briefsendungen bis zur Zustellung. Ein persönlicher Ansprechpartner für Ihre gesamte Post. Zuverlässig, flexibel, preiswert. Allgäu-Mail, Ihr Spezialist für Briefzustellungen und Postlogistik. Mein CW-Fotobuch, eine königliche Fotoidee. Hallo, ich bin Daniela Engel. Ich möchte Bayerische Bierkönigin werden, weil ich die Leute mit Bayern und dem Bier zusammenbringen will. Daher votet für mich unter www.bayerische-bierkönigin.de. Servus, ich bin Elena. Ich möchte Bayerische Bierkönigin werden, weil ich unsere traditionelle Bierkultur in die Welt bringen möchte. Bitte votet für mich unter www.bayerische-bierkönigin.de. Servus, ich bin die Sabrina und ich möchte Bayerische Bierkönigin werden, weil ich den Leuten zeigen will, wie schön Bayern und das bayerische Bier ist. Deshalb votet für mich unter www.bayerische-bierkönigin.de. Mein CW-Fotobuch, eine königliche Fotoidee. Der FC Memmingen Sporttreff am 4. April mit dem Toto-Pokal-Viertelfinale FC Memmingen gegen den SV Wacker Burghausen wird Ihnen präsentiert von Mercedes Baumann in Memmingen. Die Meldungen des Tages. Mord in Bad Grönenbach. Wie die Polizei soeben mitteilt, ist dort in einer Klinik eine 39-jährige Frau umgebracht worden. Die Frau war gestern Morgen tot in ihrem Zimmer gefunden worden. Die Obduktion ergab als Todesursache massive Gewalteinwirkung durch einen oder mehrere Täter, so die Polizei. Sie hatte heute umfangreiche Suchmaßnahmen auf dem Klinikgelände und im unmittelbaren Umfeld durchgeführt. Mehr ist bislang noch nicht bekannt, wir halten Sie aber auf dem Laufenden. In Pforzen bei Kaufbeuren hat es heute einen Großbrand gegeben. Dort steht seit heute Nacht eine Wertstoffhalle in Flammen. Über 100 Einsatzkräfte sind am Brandort und versuchen, das Feuer mit Hilfe von Löschschaum unter Kontrolle zu bringen. Entsprechendes Gerät wurde am Mittag von der Berufsfeuerwehr München angefordert. Die Löscharbeiten gestalten sich als schwierig, weil kurz nach Ausbruch des Feuers das Hallendach eingestürzt ist. Zeitweise stand über dem Gelände eine 300 Meter hohe schwarze Rauchsäule, die nach Messungen der Feuerwehr zumindest eine Zeit lang auch giftige Dämpfe enthielt. Die Bevölkerung in der Umgebung wurde gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch mit der Löschwasserversorgung gab es Probleme. Landwirte karten Wasser in Güllefässern zum Brandort. Außerdem wurde eine 3 Kilometer lange Schlauchleitung bis zum Freibad Neugablons gelegt, dessen Becken abgepumpt wurde. In der Halle waren Wertstoffe wie Plastik und Papier gelagert, aber auch 2 Radlader. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden dürfte bei mehreren 100.000 Euro liegen.
Bayerns Wirtschaftsminister Martin Zeil hat jetzt ein schnelleres Vorgehen in Sachen Kaufbeurer Fliegerhorstgelände angemahnt. Der von der Luftwaffe vorgelegte Zeitplan dauere viel zu lange und werde dem dringenden Handlungsbedarf am Standort nicht gerecht. Für mögliche Interessenten für eine zivil-militärische Kooperation in Sachen Fluglotsenausbildung könnte die Sache so uninteressant werden. Bestehende Optionen für eine Nachnutzung des Geländes könnten damit vertan werden, so Zeil in einem Schreiben an das Bundesverteidigungsministerium. Wie berichtet, will eine Arbeitsgruppe der Luftwaffe erst 2015 erste Ergebnisse einer möglichen Nachnutzung vorlegen. Auch für den Abgeordneten der Freien Wähler Bernhard Pohl zu spät. Er hatte sich deshalb an Wirtschaftsminister Zeil gewandt. Der Personalbedarf der Allgäuer Unternehmen ist so groß wie schon lange nicht mehr. Das meldet die Agentur für Arbeit heute mit den aktuellen Arbeitsmarktzahlen. Demnach waren im März allein im Agenturbezirk Kempten 3.752 offene Stellen gemeldet, 850 mehr als noch vor einem Jahr. Vor allem Personaldienstleister, aber auch das verarbeitende Gewerbe, die Gastronomie, das Baugewerbe sowie der Gesundheits- und Sozialbereich haben einen steigenden Personalbedarf. Besonders gut steht nach wie vor das Unterallgäu da. Mit einer Arbeitslosenquote von 2,2% rangiert der Landkreis bundesweit auf Platz 3. Die Quote im Agenturbezirk Kempten, der außer dem Unterallgäu und Memmingen das ganze Allgäu umfasst, liegt bei 3,5%. Die Gemeinde Lauben bereitet eine Klage gegen die in Kempten geplante Nordspange vor. Ein sogenannter Normenkontrollantrag sei schon gestellt worden. Es fehle noch die Begründung, so ein Sprecher. Ziel ist es, den Bebauungsplan zu kippen und die Nordspange zu verhindern. Denn durch die befürchtet die Gemeinde nördlich von Kempten mehr Verkehr, vor allem von Lkw. Scheinwelten, so heißt das Motto der Spielzeit 2012-2013 des Theaters in Kempten. Das wurde jetzt bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Damit löst Scheinwelten ab Herbst das Thema der aktuellen Spielzeit Beziehungskiste ab. Auch in der kommenden Saison wird das TIC wieder mehrere Eigenproduktionen auf die Bühne bringen. Da könnte man sagen, es ist ein prädestiniertes Stück für das Thema Sein und Schein, denn es ist mit Sicherheit der scheinheiligste und wahrscheinlich auch bekannteste Betrüger der Theaterliteratur, nämlich Tartüff, mit dem wir uns beschäftigen werden in unserer Reihe Große Stoffe im kleinen Format. Wird es wieder eine Klassiker-Adaption mit Michael Minsopust geben, der den Tartüff ja vielleicht ein bisschen aus heutiger Sicht benutzt, um zu zeigen, wie verführbar wir Menschen doch alle sind, egal ob damals zur Molières Zeit, eben auch heute. Eröffnet wird die Scheinwelt-Spielzeit Mitte September mit dem Kammermusikfestival. Soweit unsere Kurznachrichten vom 29. März. Es geht leider abwärts mit dem Frühlingswetter. Hier sind die Aussichten. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Möbel Böck. Feiern Sie mit uns 50-jähriges Jubiläum. Wir laden Sie herzlich ein zum großen Jubiläumsverkauf vom 10. bis 31. März bei Möbel Böck in Kempten-St. Mang. Die kommende Nacht bringt Regen. Die Tiefstwerte liegen bei 8 Grad. Der Freitag startet wechselhaft und kühl. Mit zeitweise Regen liegen die Temperaturen bei 5 Grad am Alpenrand und 8 Grad am Bodensee. Am Nachmittag wird es zunehmend trocken. Bei Höchstwerten von 11 Grad lässt sich vereinzelt die Sonne blicken. Der Samstag startet freundlich mit Temperaturen von bis zu 14 Grad. Im Lauf des Tages wird es zunehmend windig. Gegen Abend kommt dann erster Regen auf. Am Sonntag kühlen die Temperaturen bis auf 10 Grad ab. Es kann vereinzelt bis in Tallagen schneien. Die neue Woche startet teils sonnig, teils bewölkt. Es bleibt trocken bei Temperaturen um 11 Grad. Der Jubiläumstitel Highlights im Abseits zum 10-jährigen Bestehen des Künstlerhauses Markt Oberdorf kokettiert. Denn das Künstlerhaus hat sehenswerte Highlights zu bieten. Allein schon die Kubusarchitektur des Gebäudes und natürlich die zeitgenössischen Ausstellungsstücke im Inneren. Markt Oberdorf ist aber nicht etwa wie New York eine große Kunstmetropole. Es steht daher vielleicht etwas im Abseits. Welche Werke die Jubiläumsausstellung zu bieten hat, zeigen Ihnen jetzt Lea Binzer und Lisa Schwarz. Seit 10 Jahren gibt es das Künstlerhaus Markt Oberdorf nun schon. Jetzt wird Jubiläum gefeiert. Dafür wurde eigens eine Ausstellung mit dem Titel Highlights im Abseits konzipiert. Ja, es ist hier eine Jubiläumsausstellung, also es soll natürlich eine Highlights-Ausstellung sein. Das heißt, was gab es an Highlights in den letzten 10 Jahren?
Und es musste ein schlagkräftiger Titel her und da war Highlights im Abseits ganz wunderbar. Ausgestellt sind zeitgenössische, vor allem deutsche Künstler mit Werken von 1981 bis heute. Besonders ist dabei die Zusammenstellung der Werke. Gemeinsame oder gegensätzliche Themen bilden Berührpunkte und Gegensätze. Das war eigentlich sehr individuell. Also das Werk, das wir jetzt hier im Hintergrund sehen, ein Werk von Herbert Achternbusch, da wusste ich, das möchte ich haben. Das habe ich in der letzten Ausstellung nicht gezeigt und auch nicht bekommen. Es ist eines der letzten Werke, die er gemacht hat. Und das war eigentlich so der Ursprung in diesem Raum. Und demgegenüber war ich auf einer Ausstellung von Alexandra Vogt, wo auch diese Pferdemalerei, die hier im Raum gezeigt ist, ausgestellt war. Und es hat wunderbar zusammengepasst formal. Und so haben sich oft so Berührungspunkte, Nachbarschaften ergeben, die dann eben in der Ausstellung sozusagen sich in einem Raum gefunden haben. Auch im Obergeschoss befinden sich gegensätzliche Ausstellungsstücke. Die gelben Stelen von Christopher Kochs und die meterhohen Gemälde von Peter Casagrande schaffen Bildachsen. Um die Ausstellung zu ermöglichen, hatte Maja Heckelmann einen guten Einfall. Ich bin ausgegangen von der Sammlung, die wir im Museumsdepot haben und habe geguckt, was haben wir, was können wir zeigen aus unserem Bestand erstmal. Das war der Ursprung, das ist das, was man jetzt im Dr. Geigerhaus im Altbau sieht. Und habe dann angefragt, alle Künstler, von denen wir keine Werke im Haus haben, keine Ankäufe haben, die aber große Einzelausstellungen in den letzten 10 Jahren haben. Und die habe ich angeschrieben, angefragt, besucht, in die Ateliers gefahren und mit ihnen gemeinsam teilweise oder auch alleine, habe ich mir Arbeiten ausgesucht und es hat sich so sukzessive ergeben. Eine Besonderheit im Keller sind statt Bilder Videoleinwände. Was zunächst aussieht wie kryptische Zeichen, sind in Wahrheit Wasserblasen. In einem nebenstehenden Kessel wird Wasser zum Blubbern gebracht und gefilmt. Doch um das alles zu verwirklichen, musste zunächst geplant werden. So von Beginn würde ich sagen, die Idee gibt es seit einem guten Jahr, dass es klar ist, es ist dieses Jubiläumsjahr. Man sollte eigentlich das nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, sondern gucken, was gab es hier alles eben an Highlights, was hat das Künstlerhaus rückblickend zu bieten gehabt. Und mit sehr viel Arbeit würde ich sagen, ein halbes Jahr lang. Im Dr. Geiger Altbau sind die Sammlungen des Depots zu sehen. Etwa ein Bronzekopf von Altbürgermeister Franz Schmid, dem Stifter des Künstlerhauses, verschiedene Plastiken und Landschaftsbilder. Highlights im Abseits ist eine gelungene Jubiläumsausstellung und besonders für zeitgenössische Kunstfreunde sehenswert. Und zu sehen ist die Jubiläumsausstellung im Künstlerhaus Markt Oberdorf noch bis zum 10. Juni. Dienstag bis Freitag ist das Museum von 15 bis 18 Uhr offen und am Wochenende von 14 bis 18 Uhr. Apropos Wochenende, gleich haben wir Tipps für die freien Tage für Sie. Gesundheitstraining, Figurverbesserung oder Wellness. Wir bieten alles, was das Fitnessherz begehrt. Trainieren Sie oder lassen Sie sich verwöhnen bei einem einzigartigen Panoramablick auf die Alpen. Unser Programm finden Sie im Internet unter lady-campton.de. Allgäuer Heumarkt. Allgäu zum Tragen, Fühlen, Schenken oder Schmecken. Hochwertige Produkte aus dem Allgäu. Unverfälscht, bodenständig und garantiert Allgäu-echt. Allgäuer Heumarkt in Kempten. Besser geht's nicht, schau dahin. Das ist Leben, wir sind drin. Besser geht's nicht jetzt und hier. Ich vertraue. Gesundheit in besten Händen. AOK, die Gesundheitskasse. Ohne Zusatzbeitrag. Ein Stück Allgäu jetzt auch online bestellen unter www.heumarkt.de. Wellnessurlaub mit Arnold Reisen. Folgen Sie Ihrem natürlichen Bedürfnis nach echtem Wohlbefinden und innerer Balance. Verwöhnen Sie Körper und Geist und stärken Sie Ihre Gesundheit.
wählen Sie aus zahlreichen Wohlfühlangeboten und verbringen Sie erholsame Urlaubstage in fröhlicher Gemeinschaft Ihrer Mitreisenden. Arnold Reisen in Dietmannsried. Servus, bitte Fahrziel eingeben. Ich bräuchte jemanden, der mich durch den Steuerdschungel navigiert. Bitte wiederholen. Wohin? Vorbei an diesem Paragraphenwirrwarr. Wohin? Zu einer optimalen Steuererklärung. Verstanden. Berechne Route zur Lohi. Wohi? Zur Lohi. Für Hilfe bei der Steuer geht man Wohi zur Lohi. Wohi zur Lohi. Für alle, die schon morgen eine Bikini-Figur brauchen. Zu jeder Diät Almased. Einfach, weil es funktioniert. Entdecken Sie das einzigartige Almased-Phänomen. Den kostenlosen Diätplan mit vielen leckeren Rezepten erhalten Sie jetzt in jeder Apotheke. Das Leben steckt voller unvergesslicher Momente. Und jeder Moment ist ein wundervolles Geschenk. Mein CW-Fotobuch. Der schönste Ort für schöne Geschichten. In der Kaufbeurer Stadtpfarrkirche gibt es morgen eine Welturaufführung. Etwas für alle, die das Bier lieben. Denn das Polizeiorchester Bayern präsentiert die Gambrinus-Messe für Blasorchester. Quasi eine Hommage an Gambrinus, der als Erfinder der Bierbraukunst gilt. Komponiert wurde das Werk von Gottfried Veit im Auftrag von Euregio. Das Besondere daran ist, dass es so eine Messe noch nirgendwo gibt. Also wir haben natürlich, bevor wir das in Auftrag gegeben haben, uns erkundigt. Es ist weltweit nirgendwo bekannt, dass es eine Gambrinus-Brauermesse gibt, also eine Messe gewidmet dem Schutzpatron der Bierbrauer, der heilige Gambrinus. Außerdem kommt übrigens die Sinfonie Nummer 3 von Camille Saint-Saëns zur Aufführung. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, Spenden werden aber erbeten. Der Erlös geht dann an den Allgäuer Hilfsfonds. Beginn der Welturaufführung in der Kaufbeurer Stadtpfarrkirche ist morgen Abend um 19 Uhr. Und was es in den nächsten Tagen sonst noch für wichtige und unterhaltsame Termine gibt, das sehen Sie jetzt. Bei der 8. Gewerbeschau Dietmannsried präsentieren etwa 45 Aussteller ihre Waren und Dienstleistungen. Sowohl für die Ausstellung als auch für das große Rahmenprogramm ist der Eintritt frei. Am Samstag, den 31. März, werden verschiedene Fachvorträge gehalten. Und am Sonntag, den 1. April, zeigt das Haarstudio Jutta aus Probstried eine Frisurenschau. Zum 13. Mal öffnet die Allgäuer Hochschulmesse am 18. April ihre Pforten. Die Hochschule Kempten informiert Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Studieninteressierte in Vorträgen und an Messeständen über ihr gesamtes Studienangebot. 120 Unternehmen präsentieren sich auf dem Campus und liefern aus erster Hand Informationen zu Praktika, Abschlussarbeiten und Berufseinstieg. Zahlreiche Seminare und Workshops unterstützen bei der Studien- und Karriereplanung. Mehr Infos unter www.allgäuer-hochschulmesse.de. Die Stadt Kempten lädt herzlich ein zum Tag der Senioren im Kornhaus in Kempten am kommenden Samstag von 10 bis 17 Uhr. Bei der Ausstellung und Informationsveranstaltung rund um das Thema mehr Lebensqualität im Alter erwarten Sie interessante Fachvorträge zu aktuellen Themen sowie ein vielseitiges und aktives Mitmachprogramm. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen im Haus der Senioren unter Kempten 25 25 690. Magie des Lichts, ein Titel, der auf den Maler Chagall so besonders gut passt. Eine Magie der Bilder, die wir Ihnen morgen zeigen in einer Ausstellung in Lindau. Und außerdem bei uns, nach den Schleckerschließungen wollen die Buxheimer jetzt neue Wege gehen, um ihre Nahversorgung zu sichern. Und mehr zu uns und zu unseren Themen finden Sie auch unter tv-allgäu.de. Ich danke Ihnen jetzt fürs Zuschauen und morgen freut sich dann mein Kollege Sebastian Zausch auf Sie.